Dingens. Brecheisen bekommen wir. Ich glaube, hat Sam Pauli einfach so oder so oder wie. Ich weiß es nicht. Kann natürlich so sein. Pauli, kommst du? Genau. Und er weiß natürlich genau, wo das Teil ist. Nämlich dort, dieser eine Stock da. Wo habe ich das wohl gewusst? Ich weiß es nicht. Olli? Olli, Olli. Ah! Spiel gespeichert. Ne Gle. Gle. Mach auf. Schnell! Das war dumm, mein Freund. Das war dumm. Gott. Was tust du, Idiot? Idiota. Nee. Wie? Eine Leiche? Wie kommst du denn darauf? Hör mal. Heilung! Danke. Ich bin so glücklich. So glücklich. Nein, keine Rolle seitwärts, bitte. Okay, das war's. Ist hier niemand? Hier niemand? Nein. Okay. Sam, nein! Warum? Sam! Er ist tot. Oh ne, oh, schade. Immer wieder zur falschen Zeit, am falschen Ort. Ja. Nicht besonders gut. Okay, okay, okay. Halt durch, ich hol den Laster, wir bringen dich zu einem Arzt. Du schaffst das. Tom, warte hier mit ihm, ich bin gleich zurück. Klee. Keine Angst, Sam, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Klar, ein paar Arme und Beine ab. Wirklich? Klar, wirklich? Nein. Was? Okay. Soundeffekt, Regen und so, zu laut. Stimme, lauter. Nein, ich spiel verlassen. Wir dumm. Bälle dumm. Wolle nicht dumm. Dumm Bälle blöd. Da kommt Pauli. Tom, ich glaube, das ist kein Laster. Verdammt. Oh, Bullerei. Undercover-Pulli. Nächster! Nein! Danach, Pauli. Sam. Tommy. Nein. 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 Ja. Legt euch in Luft, du Assi. Ja. Nein. Was ist los, Kollege? Mein Gott, das war ein Massaker. Was für eine Nacht, Mann. Anscheinend möchten sie, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. Ach ja? Na, das wird nicht so einfach. Ist Sam soweit okay? Ja, er ist okay. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Okay, ich hole ihn. Du hältst hier Wache. Sam, ich bin es, Pauli. Komm schon, wir fahren nach Hause. Für so ein bisschen bis hier. Also. Wir fahren zum Arzt. Ich fühle mich gar nicht gut. Was Männer nicht so machen. Hab mich wahrscheinlich irgendwo erkältet. Sieht so aus, deine Nase läuft ein wenig. So rot. Und Sam, ich bringe dich nach hinten. Tom ist bei dir. Nur für den Fall. Okay. Tom, geh mit ihm und halt die Augen auf. Da ist eine Thompson, falls du sie brauchst.
Alles klar. Okay. Pauli, sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Da hinten ist eine Thompson und etwas Munition. Geh hinter den Kisten in Deckung und pass auf. Schieß, sobald sie hinter uns sind. Lass sie auf keinen Fall an uns vorbei. Sir. Mache wer. Will die Macht nicht. Und, ne, Ausflug aufs Land ist vorbei. Also wir fahren jetzt wieder. Wir nehmen Thompson und ein bisschen Munition. Das heißt, wir haben nur die 250 Schuss. Damit müssen wir auskommen. Der Fahrer ist tot. Hehe. Tschüss. Ich habe nur die Thompson, schade. Ich hätte gerne mehr. Ganz viele hätte ich hier. Nicht zu schnell, ne, meine Freunde. Tschüss. Ist das nicht entspannend? Na Sam, alles okay? Alles fit im Schritt, hör mal. Lass dich nicht hängen. Tschüss. War schön mit euch. Oh, nur noch 16 Leben, aber wir haben es geschafft. Ich bin so gut. Und heute, bis jetzt, lief das mit der Aufnahme so richtig schön flüssig irgendwie. Merkwürdig. Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Nö. Sam, wir sind beim Arzt. Gott, sind Sie das, Pauli? Was machen Sie um diese Zeit hier? Na, Mutter, tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Bringen Sie ihn rein. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Ja. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Ja. Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Vielleicht Stadt. Vielleicht ist er ein Kannibale. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Bestimmt. Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung, also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen. Ich habe gesagt, hier gibt's einen Twist, aber ich lag damit vollkommen falsch. Ich bin so ein Idiot. Es kommt doch erst später. Nee. Das ist echt schon... Nee. Echt schon peinlich, hör mal. Könnte ich mir glatt eine Ohrfeige geben. Okay, dann geht's wieder schön langsam. Zurück zu Salieris Bar. Stimmt, ne? Ja, klar. Wo denn sonst denn? Wir haben ja kein Zuhause oder so. Ein bisschen schneller, bitte. Nicht so lahmarschig. Und ich lege mich kurz hin, eine Runde schlafen. Oh, ich habe ja ganz... Beim Autofahren kam. Also, boah, ich bin doch. Schlafen beim. Also,
Das war, nie passiert. Nein. Es war so anstrengend, die Leute zu töten. Die Todesbrücke, die nicht mehr so tot ist, tödlich. Lebt halt nicht. Also sie ist sozusagen tot, obwohl sie vorher nicht gelebt hat. Also kann sie ja nicht tot sein. Oder so. Sie ist halt leblos. Nee, nee. Jung, kannst nicht steuern hier. Nach rechts, habe ich gesagt. Wenn ich nach rechts sag, nee. Jung, der Pferd ist nach rechts. Nicht geradeaus. Ist blöd. Hilft niemanden. Dir nicht, mir nicht. Den armen Passanten. Ja. Und wenn ich sage geradeaus fahren, dann bitte geradeaus fahren und nicht irgendwie rückwärts. Hallo. Kaum ist der Tempogrenze aus, fliege ich schon durch die Gegend. Das ist doch echt. Performance Monitor. Wofür eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich da gerne drauf schauen. Habe ich einen guten PC angeben. Scheiß Laterne. Schon meine Kollegen. Durch die Lücke da. Oh, hätte ein bisschen länger sein gekonnt. Tun machen. Kiste, Kiste, Tonne. Kiste, Tonne, Tonne, Kiste. So richtig hier. Sollten zurück zur Selbstentfernung. Ja. Wurde zwar nicht angezeigt, was wir jetzt machen sollen, aber egal. So. Mit einer schönen Drehung, nicht? Auto, das mir keine schönen Dienste geleistet. Stirb. Na, warte. Sag mir nicht, die sind wieder heil. Verdammt. Ralfi hat gute Arbeit geleistet. Wo bist du? Wo bist du? Jetzt hab ich. Kleine Unterbrechung und jetzt geht's weiter. Hui, ey. Hier, nein, hier. Komm. Ja, schön. Mach hinten jetzt zweimal. Omerta. Ja, ja. Da gibt's jetzt einen Twist. Direkt am Anfang. Gestern haben wir unser größtes Fiasko bislang erlebt. 8 Männer tot, die ganze Ladung verloren. Und Sam kann nicht einmal aufstehen. Das ist ein Krieg und wir sitzen in der Klemme. Er hat den Staatsanwalt schon auf seiner Seite. Und der wirft jede Menge Dreck nach uns. Er steht außerdem dem Stadtrat sehr nahe, dessen Sohn du umgelegt hast, Tommy. Also hat er die Bullen gegen uns aufgehetzt. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Das stimmt nicht ganz. Gestern hat Frank ihm unsere Bücher ausgehändigt. Ein großer Tag für den Staatsanwalt. Scheiße. Frank wäre nicht auf Blut aus. Aber es macht ihm scheinbar nichts aus, mich lebenslänglich hinter Gitter zu schicken. Mit unseren Büchern hat der Staatsanwalt jede Menge Beweise gegen uns in der Hand. Aber ohne Frank wären sie nutzlos. Wir müssen Frank liquidieren. Sie meinen, ihn ausknipsen? Wollen Sie mir sagen, dass ich Frank umlieten soll? Ich kenne Frank seit mehr als 20 Jahren. Was ich habe, habe ich mit ihm erreicht. Aber Frank hat die Omerta gebrochen. Ich weiß nicht warum, aber er muss seine Gründe haben. Und wir haben unsere Gründe, ihn zu erledigen und uns die Bücher zurückzuholen. Anderenfalls sitzen wir ein. Für eine lange Zeit. Was immer Sie wünschen, Boss. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Gibt es nicht.
Ich schätze, heute ist unsere letzte Chance, etwas zu tun, bevor Frank außer Reichweite geschafft wird. Was soll ich tun? Finde zuerst diese Männer und finde heraus, wo sie Frank versteckt halten. Das sind gute Spitzel. Die haben Verbindungen zu den Bullen und zum Gericht. Einer von denen weiß sicher was. Big Biff aus Chinatown kennst du ja bereits. Und Little Tony hängt immer auf der Insel beim Museum rum. Und dann hol dir Frank. Was du auch tust, töte ihn nicht, bevor er dir nicht sagt, wo die Bücher sind. Capisci? Verstanden. Frank wird bewacht werden. Also schalte zuerst die Wachen aus. Sobald du weißt, wo die Bücher sind, leg ihn um. Okay, Boss. Was immer Sie wünschen. Viel Glück, Tommy. Hol dir von Vincenzo eine Waffe und einen Wagen von Ralph. Und denk daran, wenn du das hier versaust, sind wir erledigt. Gott verdammt, was hast du mir angetan, Frank? Warum nur Frank? Du warst wie ein Bruder für mich. Nur warum Frank? Nein. Hey. Wir haben beide zu tun, Tommy. Wir reden später. Hey. Das besprechen wir später. Hey. Ich brauche ein wenig Ruhe. Ich muss nachdenken. Hey. Wir haben beide zu tun, Tommy. Wir reden später. Hey. Das besprechen wir später. Geld. Geld. Geschnappt. Okay. Hallo. Gefällt's Ihnen hier? Nein? Ja? Vielleicht? Luigi. Tut mir leid, Tom. Ich bin echt beschäftigt. Wie geht's mit Mario so? Wir trinken nach der Sperrstunde einen zusammen. Ja? Aufs Haus? Ach, das ist doch toll. Nicht jetzt, Tommy. Ich hab zu tun. Tut mir leid, Tom. Ich bin echt beschäftigt. Was? Wir trinken nach der Sperrstunde ja, einen gut. Zusammen. Wimmelt mich alle ab. Hey. Was hast du heute für mich, Ralphie? Ralphie. Ach, du reparierst dir gerade ein Auto, ja? Wirklich? Wirklich? Tust das? Oh, man, nur kann man nicht gucken. Ey, Ralphie. Er hat neue Schlösser, aber wenn man wie cool im Geschäft ist, dann ist das kein Problem. Ralphie, ich freue mich, dass du... Ja, ich sehe dich, Ralphie. Ich mag dich. Das war's. Danke, Ralphie. Ralphie. Ich will nix. Spinnst du eigentlich? Das Auto will ich entfernen. Das habe ich nämlich schon doppelt. Doppelt ist dumm. Immer dreimal mehr als du. Vorne einsteigen bitte, nicht hinten. Hinten ist blöd. Okay. So. Aussteigen. Ja, aussteigen bitte. Eine Waffe. Und wie bestraft man die Leute, die Omerta brechen? Mit einer abgesägten Schrotflinte. Hey, Vincenzo, was geht? Hallo Vince, du weißt, warum ich hier bin? Gut, ja, was kannst du tun? Frank wusste, was passieren würde. Was hast du denn für mich? Ein 1911er Colt sollte reichen, aber hier ist noch eine Schrotflinte. In Sizilien nennt man sie Lupara. Genau. Hat jemand gefunden, der damit erschossen wurde? Wissen die Leute Bescheid. Leider ist das eine passende Gelegenheit, sie einzusetzen. Die Reichweite ist begrenzt, aber sie streut ordentlich. Damit triffst du immer. Hätte nicht gedacht, solche sizilianischen Traditionen kennenzulernen. Ich glaube nicht, dass ich damit treffen werde. Man kennt meine Schießkünste. Ich kenne die süße abgeschnittene Schrotflinte. Pam!
Oh, wie niedlich. Töten. Frank. Auto, warum tust du sowas? Brich nicht auch noch du die Omerta. Bitte nicht. Hallo. Du blödes Auto. Lass mich trocken. Reicht das? Kann ich jetzt weiterfahren? Du willst dich doch verarschen. Okay, dann nicht. Man wird dich finden, man weiß, mit was du erschossen wurdest.